Willkommen zum zweiten Teil meines Messerundgangs auf der Hobbymesse in Leipzig, die ja im vorigen Jahr noch Modell und Hobby hieß und wo sich eigentlich nichts Wesentliches verändert hat, zumindest was die Modellbahn angeht. Das ist ja das, was mich interessiert und worüber ich hier berichte. Und wer meine Messevideos kennt, weiß, dass ich, naja, bei den Herstellern dann eher ein bisschen sparsam bin. Es wird ein bisschen was auftauchen. Ich werde hier keine Messeneuheiten oder kaum Messeneuheiten vorstellen. Mir geht es hier eher um die Anlagen und außerhalb des Videos natürlich um die Gespräche mit den Anlagenbetreibern. Hier haben wir eine H0-Anlage des Arbeitskreises Modellbahn Dessau, die hier, ja, doch eine schön gestaltete, vor allem sehr bewaldete Anlage präsentieren. Hier haben wir eine Baureihe 106 mit einem Güterzug. Und hier steht, ja, das ist so eine Szene, die kennt man nur als DDR-Bürger, ne, mit den Güterwagen, da, mit Kohle, darauf sitzen ein paar russische Soldaten, die dann den per Hand dann entladen haben in der russischen Kaserne. Ja, hier in der Ecke ist noch ein bisschen so Kohlebahn angedeutet mit dem Papiermodell. Hier haben wir einen weiteren Bereich der Anlage, vor allem ein sehr schönes Bahnhofsgebäude, was wir jetzt gleich noch von etwas näher betrachten können. Vorher haben wir hier noch diese Szene. Es geht hier um den Bahnhof Oranienbaum. Und hier das Bahnhofsgebäude. Das ist doch mal ein schöner Bau. Ne? Der ist also richtig im Modell richtig schön umgesetzt. Ja, und dann haben wir hier eine Lok, die ja in unseren Breiten jetzt auch nicht so häufig zu sehen war, heute ja sowieso nicht mehr. Das ist die badische, die ehemals badische 6B, Baureihe 75 1 bis 3. Da sind ja einige in der Reichsbahndirektion Schwerin gelandet, ja, was ja für eine süddeutsche Lok dann doch eher, naja, doch eher eine Ausnahme ist. Ja, und hier haben wir noch bitte ein paar Rangierarbeiten. Ja, wahrscheinlich auch automatisch gesteuert. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht auch mit Handbetrieb, weil sie jetzt hier nochmal ankugelt. Das hat beim ersten Bau ja scheinbar nicht geklappt. Und jetzt müsste sich eigentlich in Bewegung setzen. Im Hintergrund wieder fröhliches Geflacker von diversen LEDs. Und im Vordergrund der Bauzug mit grünen Güterwagen. Und dann ist da noch der Stand von noch, wo es einiges Interessantes zu sehen gab. Unter anderem die Albula-Bahn. Im Vorbild eigentlich eine Meterspurbahn, die hier allerdings auf N-Gleis fährt. Also, ja, halt N. Ne? Das wäre jetzt eigentlich TTM gewesen. Ne? Was ist Spur N? Ja, und da gibt es also Albula-Bahn sowieso, das ist ja eine, auch im Vorbild eine ganz fantastische Eisenbahn mit wirklich sehr wilden Viadukten und Tunneln und Kehrtunneln, wird also auch die Alpenachterbahn genannt und das ist natürlich ein sehr schönes Thema für das Modell. Ja, es kommt ein bisschen Urlaubsfeeling auf, zumindest für den, der in der Schweiz Urlaub macht, ne, für den Schweizer eher weniger. Ne, wobei natürlich, der kann natürlich auch dahin fahren, wenn er da nicht im Albula-Tal wohnt. Dann kann ich das da angucken. Ja, und das habe ich hier mal, wollte ich mal besonders herausheben, weil es ja im Allgemeinen immer so ist, dass die Großserienhersteller mit dem Thema Schotter immer ein Problem haben, der immer zu grob ist. Und jetzt scheint es so, als ob noch das in den Griff gekriegt hat, weil wenn wir hier sehen, na, 7 bis 10 Steinchen,
Zwischen zwei Schwellen, das könnte hier hinkommen. Ne? Also, da kann ich nur sagen, Daumen hoch für große Hersteller. Ne? Andere sind da bei weitem noch nicht so weit. Dann gab es hier ein Lokmotiv-Alterungsset, was also auch sehr interessant aussieht. Ich kann zur Qualität jetzt nichts sagen. Ne? Also, es scheint ein Buch dazu zu geben. Also, das sieht doch recht interessant aus. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ne? Ihr wisst ja, wie ich begrase, also mit einzelnen Punkten, die dann einzelne Grasbüschel ergeben. Und auch da hat noch jetzt ja, was Neues, nämlich diesen, naja, Leimstempel, nennen wir es mal so. Ne? Wir haben ja links daneben die Wanne, da ist Leim drin, da wird er eingetaucht und dann hier drauf gedrückt. Und dann haben wir hier die Abstände. Ich würde es doch lieber, trotzdem lieber mit der Hand machen. Ne? Ja, und dann haben wir das, da ich ja auch immer so Gewässerbau ja auch immer so ein Thema ist, was mich da so umtreibt, ist das natürlich was ganz Besonderes. Also hier sind einfach zwei Displays eingebaut, wo man hier einen Wasserfall und einen reißenden Bach darstellt. Also das ist auch mal eine kreative Idee. Kommen wir zu den Modelleisenbahnen und Eisenbahnfreunde Halle Stadt Mitte, die hier eine US-Anlage aufgebaut haben, wo typisch Amerika sehr, sehr lange Züge unterwegs waren, mit drei Lokomotiven davor. Der also hier gestoppt hat und dann wollte ich eigentlich den anderen noch aufnehmen, aber der fuhr einfach nicht los, weshalb wir hier zu Faller gehen. Wo es auch ein schönes Diorama zu sehen gab, auch wenn das hier so aussieht, als ob dieses Schiff da hier gleich da, naja, einen Unfall hat, ne, wenn man da sieht, welchen Kurs es nimmt. Aber das ist doch recht schön gestaltet. Auch die Gebäude hätte man mal altern können, aber ansonsten macht's was her. Dann haben wir hier den Doppelstockbus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, in meiner Kindheit, der war hier wohl nach Holzhausen, Straße der LPG, ist auch wieder so typisch DDR. Und dann haben wir hier die Spur 2 Kollegen, die hier also ein, naja, tolles Unikum aufs Gleis gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das hier Selbstbau ist oder ob es das irgendwo zu kaufen gibt. Da habe ich leider nicht gefragt, weil wir hatten dann ein anderes Thema, das war nämlich diese Lok. Ich war also 2, 3 Stunden vorher genau in dieser Lok, also im Vorbild, weil die auf dem Hauptbahnhof stand. Dort auch ein Event war, über das ich auch berichten werde. Also ich habe da auch gefilmt und werde das auch zeitnah vertonen und werde das auch demnächst hier auf dem Kanal zeigen. Ja, die E04 hier, Baureihe 204, ist also auch was sehr, sehr Schönes und naja, auch ein kleiner Exot, weil sie eben auch nicht so alltäglich ist. Und man achte ja auf die Gleise, ne? Im Vergleich mal mit Pico und LGB. Also das sieht hier schon ein bisschen anders aus. Ne? So könnte eigentlich, so hätte eine Gartenbahn auch aussehen können. Ne? Also das ist in Spur 2 viel leichter als in H0, da wirklich dann da was Vernünftiges aufs Gleis zu stellen und richtige Gleise zu verwenden. Ja, und dann, weil wir gerade bei hervorragendem Modellbau sind, haben wir hier einen Zug in 0E und wir sind hier bei den Bimmelbahnern. Ja, da bleibt mir gleich die Stimme weg, ne? Aber hier ist wieder, kann man jetzt nicht viel dazu sagen, ganz fantastische Landschaftsgestaltung, hervorragende Fahrzeuge. Also das ist hier, da findet man nichts zu meckern, ne? Vielleicht ist das Licht ein bisschen gelb. Ja?
um hier gleich mal wieder einen Ansatzpunkt für eine Diskussion zu haben. Ja. Ja, das wollte ich jetzt mal in voller Länge hier präsentieren, ohne dass ich allzu viel da reinquassle. An diesem Stand habe ich auch viel Zeit verbracht, habe dort mit diversen Leuten geredet, habe dann natürlich auch mal ein Foto gemacht, da gibt es natürlich auch einiges im Angebot. Na, Brücken und Gleise und Ladegut, wie wir hier sehen. Na, das finde ich hier besonders hübsch. Also wenn ich mal Sporwagen hätte, dann hätte ich mir das hier schon besorgt. Ja, und Weichen gibt es natürlich auch, und das in Vorbildmaßen. Na, also das ist also dem, der da auch ein bisschen Vorbild interessiert ist, der hat also hier dann die entsprechenden Weichen zur Verfügung. Eine sächsische Weiche ist es aber, glaube ich, nicht mit den Stahlschwellen. Ja, und danach ging es in einen Bereich, wo relativ kleine Anlagen, also Klein- und Kleinstanlagen waren. Und hier ist also auch Modellbahn für Nachwuchs. Na, wir haben hier wieder die Rätische Bahn, oder zumindest eine Schweizer Bahn. Diesmal als Winteranlage. Das müsste auch Spur N sein. Na, also das ist jetzt auch wieder nach der Devise, Platz ist in der kleinsten Hütte. Ne? Also wir sehen, dass hier die Anlage nicht sehr groß ist. Nebenan ein bisschen größer. Na, haben wir dann das dazugehörige Sommermotiv, auch wieder Schweizer Bahn. Und ja, da ist es auch nicht falsch, da hier jetzt diese Güterladestelle auch in der Epoche 6 dann anzubieten, weil die Schweizer Bahn ja noch auch kleinere Ladestellen anfährt, im Gegensatz zur Deutschen Bahn, die also viele dieser Ladestellen einfach dicht gemacht hat. Und so der Verkehr jetzt auf der Straße stattfindet. Ja, und dann hatten wir hier so eine kleine Bastelecke. Da war hier ein Kollege, der riedgedeckte Häuser gebaut hat. Und das ist ja so ein Problem, was also gar nicht so einfach ist. Hier ist mal ein Ansatz, in dem also da so eine Art Schaumstoff verwendet wird, der also jetzt dieses Rieddach darstellt. Na, so sieht es aus, wenn man also nah rangeht. Und ja, von Weitem ist das eigentlich in Ordnung. Ne? Also das ist ja nicht die normale Sicht, die man eigentlich hat. Und also das muss ich sagen, das war also einfach mal ein Ansatz, der mir gefallen hat. Hier mal noch ein Dach mit Moos. Ne? Das ist natürlich im Vorbild jetzt nicht so doll. Hat er mir auch erzählt, ne? Dass da geht dann die Nässe rein, dann fängt das an zu fallen und zu schimmeln. Hier haben wir eine von diesen kleinen Mini-Anlagen, wo einiges da war, und natürlich auch eine Anlage quasi besser als die andere, also alles auf höchstem Niveau, aber das ist halt so. Man gestaltet eben hier nicht eine riesengroße Anlage, an der man wahrscheinlich Jahre beschäftigt ist, um da wirklich jeden Weg und Steg nachzubilden. Hier also ist der Zeitaufwand natürlich deutlich geringer, und man kann natürlich auch viel mehr ins Detail gehen, als man das bei einer großen Anlage macht. Und der Vorteil, wie gesagt, sie passt überall rein. Ja, dann hier, das ist ja immer so mein Lieblingsspruch, ne? Sobald die Polen auftauchen, wird qualitativ hochwertig. Ich habe zumindest jetzt nichts gesehen, was da jetzt nicht so toll gewesen wäre. Das ist immer allerhöchstes Niveau. Auch hier die Feldbahn. Na, Feldbahn waren einige Anlagen, das dargestellt haben. Ja, ganz wichtig, der Bierkasten. Ja, das war hier Hartpappewerk, Lena Mühle auf so einer Eurobox draufgebaut in einem Koffer. Also das ist wirklich sehr toll. Dann haben wir die nächste Feldbahn.
auch hier alles vom Feinsten und alles bestens. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Da irgendwo stand, die Schalter nicht betätigen. Ich weiß nicht, ob das hier quasi. Ach, hier steht es ja, die Schalter nicht betätigen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Falle war. Na, dass dann irgendwas passiert ist und wir eigentlich die Leute bis abschrecken wollten. Ich habe es nicht gemacht. Und dann haben wir hier wieder. Die Anlage haben wir schon öfters gesehen. Aus der Niederlande. Wo sich hier ein Schienenbus in Bewegung setzt. Das war glaube ich auch 0M oder 0E. Dann haben wir noch eine Feldbahn, nämlich die Zeschenbacher Feldbahn. Wo also auch hier ganz fantastische Natur dargestellt ist. Und das eben mal im Wald, ne? Das ist eben. Hier muss man auch nicht diskutieren über Qualität. Hier hatte ich dann auch mal nachgefragt wegen den beiden Felsen, die hier zu sehen sind. Das sind also echte Steine, der hier mit eingearbeitet hat. Und das ist für jemanden, der jetzt Felsen nachbauen will, dann nochmal eine Möglichkeit, das eben so zu machen. Na, wird eben dann bloß schwer, wenn man dann halt mehrere Steine dann auf der Anlage verbaut. Aber das sieht doch ganz nett aus hier, ne? Da kann man doch nicht meckern. Das hat er schön hier eingebaut. Und hier haben wir dann noch den anderen Stein, der hier direkt am Gleis zu finden ist. Das war, glaube ich, die kleinste Anlage von allen. Ne? Also Kaisers Brustkaramellen, ne? Die Fabrik, die das herstellt oder hergestellt hat, eher eingebaut in eine Kiste, eine französische Weinkiste, ne? Dessen Namen ich jetzt mal lieber nicht ausspreche, sonst, naja, da kommt nichts Gutes dabei raus. Ja, dann hatte ich meine Meinung zu den polnischen Modellbahnern ja schon gesagt. Also immer dann, wenn die Polen auftauchen, ist auf der Messe mit viel Qualität zu rechnen. Und ja, hier ist dann eine Baureihe 52. Also wie ist es das in Deutschland, die 52. In Polen heißt die ganz sicher anders. Im Schleichgang hier unterwegs zu zwei Wagen, die sie jetzt aufnimmt und dann wahrscheinlich aus dem Bahnhof befördert. Hier haben wir dann den dazugehörigen Schattenbahnhof. Und weil wir vorhin das Felsbau-Thema hatten, wir haben hier auch den Versuch, Felsen darzustellen, und zwar als Holzkohle. Ne? Das ist also angemalte, gefärbte Holzkohle, die hier verwendet wurde. Das ist für all die, die nicht schnitzen wollen, durchaus eine Alternative und meiner Meinung nach besser als irgendwelche Konstruktionen aus Rinde. Ja, das ist, man kann es auch noch optimieren. Das Ganze, also indem man die richtigen Stücke Holzkohle aussucht. Aber das ist für die, die nicht schnitzen wollen, eigentlich ein vernünftiger Ansatz. Hier haben wir mit Dorf Stargard eine weitere Mini-Anlage. Ja, sind ja alle ein bisschen ähnlich, ne? Also das ist natürlich auf dem kurzen Stück. Lässt sich natürlich nur ein ganz bestimmter Gleisplan darstellen und der ist dann eben so wie hier. Es gibt dann auch welche, die am Ende dann eine Schiebebühne haben. Hier haben wir noch eine recht kleine Anlage, auch wieder mal Feldbahn, diesmal in, ich nehme an, dass das ein alter Fernseher ist. Hier statt der Bildröhre jetzt die Modellbahn drin ist. Ja, dann haben wir hier was ganz Interessantes zum Schluss des Videos. Und zwar ist hier ein Kollege, der jemand anderes erklärt hat, wie er sich selber Drehscheiben baut. Und zwar hat er hier den Videokopf, ne, eines Videorekorders. Er hat also, schlachtet also alte Videorekorder auseinander und nimmt dann den Videokopf, um dann hier die Bauteile zu nehmen für die Drehscheibe. Ne. Hier ist also auch bloß eine Segmentdrehscheibe. Aber das ist eben auch sehr gute Qualität. Die Lager, das ist also, ja, das
Ich weiß es jetzt nicht so genau, weil er hat es nicht mir erklärt, sondern jemand, der neben mir stand. Ich hatte inzwischen irgendwas gefilmt. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, macht was draus und ja, abonnieren, Daumen hoch, die ganze Palette wäre nicht schlecht.